Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modernkoi Blog. Die letzte Nissan Ikeage ist erledigt, vielmehr nicht die letzte. Wir haben noch den Naturteich Kirita, das ist der mit den Bären, wo sie schon richtig Angst haben, die Jungs. Aber von den Moyogoi, also den Koi-Mitzeichnungen, ist es heute der letzte. Shinmaida, Tadeishi, Kyonotsu, in der Reihenfolge, wie sie immer größer werden. Und das Ergebnis war heute wieder super. Wobei, ich glaube, wenn wir uns nachher am Ende drüber unterhalten, ich glaube, dass das Ergebnis Tadeishi und Shinmaida, das sind die geileren Koi raus hervorgegangen. Also wenn wir jetzt einzelne Koi nehmen, wo wir sagen, wow, 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 die waren nicht in Kyonotsu, die waren in den anderen. Also wir sehen, die Wachstumsgeschwindigkeit hat am Ende nicht so viel mit der Qualität zu tun. Konishi, also Makotos Vater, hat es letztes Jahr mal ganz toll erklärt, wo er einen der 95er Karashigoi als den besten des Jahrgangs erklärt hat, wobei andere schon bei Meter, Meter 2, Meter 3 waren. Und da hat er ganz klar gesagt, wir haben doch Zeit. Wir müssen die jetzt nicht innerhalb von 6 Jahren auf 100 Zentimeter oder in 5 Jahren auf 100 Zentimeter bringen. Wir haben aus 7 oder 8 Jahre Zeit. Entscheidend ist die Qualität. Und das ist natürlich noch viel entscheidender bei Koi, wie wir heute abgefischt haben, wo es um Farben schwarz, um gelb, um orange, um rot, um weiß, um was weiß ich was geht. Weil ein zu schnelles Wachstum kann häufig auch zulasten der Farbqualität gehen. Das muss heute nicht bei jedem Koi der Fall sein, aber so in etwa muss man sich das Ganze vorstellen. Hier geht es jetzt gleich los und wir werden Ihnen wie immer die eindrucksvollsten Koi des Tages präsentieren. Also alle. Sascha. Und das hier war Tadeishi. Richtig geil. Bisschen nervös gerade. Gemerkt, es ist Action ins Glashaus gekommen. Und hier haben wir Shinmaida. Sind gerade alle hinten. Und hier Valentina hilft gerade Akimoto noch, das Konishi Koi Studio aufzubauen. Wir sehen ganz viele Kohaku. Die kichern mir ein bisschen viel, die zwei. Uiuiuiui. Und ich freue mich ganz besonders auf den hier. Mach mal deine Hand weg, bitte. Der Yamakagashi. Den hat Makoto gerade im Auto schon als den bislang besten Yamakagashi erklärt. Er sagt, das Besondere ist, normalerweise hatten die im Alter von 2 Jahren, hatten die immer schon ein bisschen an der Seite, hatten die ein bisschen schwarz, wo man gesehen hat, da könnte der Matsukawa Bake der Entwicklung einen Strich durch die Rechnung machen und der ist an der Seite wirklich super weiß. Und von daher denkt er, dass die zukünftige Entwicklung auch super sein wird. So, wenn ihr schneller klebt, er sagt, ich störe gerade, Valentina kichert. So, und wir starten mit einem Ochiba ins Rennen und 62 cm, geiler Körper, geile Zeichnung, auch ein bisschen dick. Die kommen jetzt gerade so aus dem Naturteich, wohl genährt und Wachstumspotenzial über 90. Bin ich jetzt was, Ugoi, ne? Moi, moi. Also Makoto meint von allen Belangen sehr gut. Kyuchu wa daijoubu, ne? Und tabun otafuku ni narimasu? Moraimasu? Also es könnte sogar sein, dass der Otafuku dieses Mondgesicht bekommt. Aber da braucht es noch ein bisschen Entwicklung dazu. Und hier eine Varietät, die wir nicht so häufig sehen, ein Ginrin Shirobeko. Und da hat Makoto gesagt, es gibt noch keinen Preis. Er will erst warten, wie sich das Schwarz rausentwickelt. Das ist Uritakunai. Nein, Uritakunai und NN Nedanashi, das heißt
ohne Preis. Das ist ein Unterschied. Udi Takunai heißt, ein Koi ist eine völlige Rakete und den würde er zweijährig nicht verkaufen. Neda Nashi heißt, der Koi ist ein interessanter Tattigoi. Er kann momentan den Preis noch nicht festlegen, weil er einerseits dem Kunden nichts verkaufen will zu einem hohen Preis, wo nachher nicht gerechtfertigt ist. Aber er will ihn auch nicht zu einem niedrigen Preis hergeben, wo er nachher sagt, wenn das Schwarz jetzt über den Winter im Glashaus rausdrücken, das tut es bei Koi mit Schwarz sehr häufig, dass es dann quasi für ihn schlechtes Geschäft war. Aus diesem Grund Nedan Nashi, Shashin Aru. Und hier haben wir gleich den nächsten, der ist zwischen Nedan Nashi und Udi Takunai. Ein Showa mit perfekter Ano Shitsua, Ano Marukara, Jumade, Ikutsu. Also die Qualität ist 9. Karadawa? Marukara Jumade? Hachi. Also die Körperform ist eine 8. Moyo wa go. Ja? Und die Zeichnung ist 5. Und das ist aber ein interessantes Spiel jetzt mal, das mit Zahlen auszudrücken. Die Zeichnung ist wirklich nichts. Aber er hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Er will ihn groß machen, ja, und will sehen, wie er dann aussieht. Das Schwarz entwickelt sich am Kopf sicher auch noch. Schauen Sie das Sumigiba an, wie scharf sich das Schwarz abgrenzt. Und das ist schon ein verdammt geiles Farbenspiel. Und das ist, was wir immer sagen. Die Zeichnung hat einen geringen Stellenwert. Qualität und Körper sind das, was ein Koi ausmachen. Hier haben wir einen 55 cm Deutsch-Showa, der aber allerdings hauptsächlich von seiner Zeichnung und ein bisschen von seiner Farbqualität lebt. Und die Zeichnung ist Moyo wa ano Marukara Jumade Q, ne? Also die Zeichnung ist eine 9 und in den anderen zwei Punkten ist er schwächer, aber trotzdem ein wirklich sehr attraktiver Deutsche Showa. And now, ladies and gentlemen, Makoto Konishi would like proudly present a exceptional Yamakagashi. Der Matsukawa Baki mit Rot. Und er hat Ano Karadawa Marukara Jumade. Q. Also, die Körperform kriegt schon mal eine 9. Shitsuwa Aremo Q. Die Körperform und die Qualität kriegen eine 9. Moyowa. Und die Zeichnung kriegt eine 9. Chua Arimasen. Ne? Also die 10 gibt es nicht bei Koi. Und er macht die Triple 9. Wir nennen die jetzt 27er. Immer, ich bin Kampegina Koi wa Nichunana. Hi. Q, Tasu Q, Tasu Q. Das ist einfach ein Meisterwerk der Koi-Zucht. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt, aber die Farben sehen so genial frisch aus. Und er sagt, den kann man auch auf die Wakagoi, das ist die All Japan Young Koi Show, ausstellen. Absoluter Koi Porno. Und hier der nächste, der nicht verkauft wird, wo Makoto gesagt hat, da gibt es keinen Preis. Das ist top, top, top Tategoi. Das will er weiter anschauen. Und auf den ersten Blick wirkt er nicht so spektakulär, der Kutschaku Weiler eben keine so spektakuläre Zeichnung hat. Hinten nur ein paar so Beni-Spritzer. Und vorne spielt sich die Zeichnung ab. Also ein Ungleichgewicht in der Zeichnung für Kutschaku, nicht das große Problem. Für Kutschaku ist das große Kunststück die Mame, die sehr gleichmäßig sein sollte, sowohl im Weiß als auch im Rot, wobei sich das Rot häufig schwieriger entwickelt, weil das Rot natürlich kräftiger ist im Vergleich zum Weiß und damit die Mame nicht so leicht durchkommt. Aber was er hat, ist ein perfekter Körper. Karadawa Q, ne? Moyo wa Nana, Shitsuwa Hachi. Also, eine 9, eine 8 und eine 7. Die 9 vom Körper, die 8 für die Qualität. Ist kein wirklicher Beni Kutschaku. Und die 7 für die Zeichnung. Und ich habe Ihnen letztes schon mal genau die gleiche Geschichte erzählt. Ochiba, das fallende Blatt im Herbstregen. Herbstregen ist Shigure.
Und er repräsentiert diese Zeichnung, ein paar größere, ein paar kleinere Blätter. Und Makoto meinte gerade Omoshiroi. Karada wa Hachikyu, ne? Also die Körperform ist 8-9. Shitsumo Hachikyu, ne? Runter? Also auch die Qualität zwischen 8 und 9. Mohyo wa Tokubetsu. Tokubetsu wa Nana, ne? Also, und die Zeichnung eine 9. Atama wa sugoi oki, ne? Kyuchu icho wa daijoubu. Also, der wächst über 90 cm. Heute nicht mehr, aber ab morgen dann. Und hier haben wir den nächsten 27er. Das ist wie beim Dartspielen, ist das höchste wie viel? 180. Ein absolut genialer Deutschschuber. QQQ, ne? Jetzt über ein Iatsu. 180. Let's get ready to rumble. Das war, glaube ich, ein anderer Sport. Das ist einfach nur brutal, wohlgemerkt, Konishi Koi Farm, also er und er da hinten oder die alle da hinten haben diese Varietät zum ersten Mal gezüchtet und hauen solche Teile raus. Demo, anata wa ano doichou wa ano koto ori no senmon ni hito wa nai desu. Doshite ano koi tsukuru koto ka dekiru? Ich habe gerade gesagt, du bist gar kein Deutsch-Oba-Spezialist. Warum kannst du solche Tiere züchten? Dann sagt er, dank der Elterntiere. Schauen Sie das Rot an, schauen Sie das Schwarz an, schauen Sie das Schwarz, das überwiegend auf weißer Haut liegt. Selbst ein normaler Showa wäre mit dieser Zeichnung richtig geil bedient. Marco! Marco! Oi! Deutsch-Oba nicht zu ite, Hanashitai. Ano futsu no shou wa mo ano moyo wa chupun, ne? Chupun desu. Mo sandan. Schöne dreifach abgestufte Zeichnung. Oya? Also. Und rum kann er solche Teile züchten, weil er irgendwann schon mal so ein Tier zum Elterntier erklärt hat und das heute wieder gemacht hat. Und wir sind hier ja nicht nur um bunte Fische anzuschauen, sondern auch um was zu lernen. Gerade packt er den Koi ins Becken. Und die Farbqualität, Ano Shitsu wa Nana. Shitsu wa Shitsu wa Nana, ne? Moyo wa Hachi. Ne? Also wir haben eine Qualität von 7, wir haben eine Zeichnung von 8 und eine Körperform Karada wa Ginrin no Tame wa Kyu, ne? Und er sagt sogar I, also wir haben eine 9er Körperform und er sagt, oh ja. Und dann sage ich, ja, aber die Farbqualität ist ja nicht das. Dann sagt er, ja, aber das Besondere an ihm ist, er hat eine Körperform wie ein Karashi Ginrin Kohaku, er ist aber keiner. Und von daher außergewöhnlich und wird gezüchtet. Und im Moment hat es Makoto gesagt, Uri Takunai, der wird erstmal nicht verkauft. Karadawa Kyu. Shitsumo. Ah, Shitsu wa Hachi. Moyo wa Kyu. Also, 26er. Körperform 9. Farbe 8. Und Zeichnung mit 9. Und für die Qualität ist hier das leichte Kokisuki verantwortlich, wo sich die Farbe nicht ganz schließt. Kann aber beim Ochiba noch kommen. In Summe ein Traumkoi. Kyuchu Icho de Mudaijobu, ne? Also der kann über 90 wachsen. Ganz geiler Koi. Hat ein ganz geiles Bild gekriegt. Und die Zahlen werden von Valentina aufgeschrieben. Und am Naturteich haben wir den schon in seiner Wanne als den besten, der Inazuma. Geht hier seitdem ein bisschen runter. Ein richtiges Inazuma ist er nicht. Und Körperform geil. Zeichnung cool. Und Qualität sehr cool. Karadawa Hachi. Shitsuwa. Kyu. Qualität eine 9. Und Moyowa Hachi. Nana Hachi. Und die Zeichnung 7 bis 8. Ich kann mir den vorstellen als richtig geilen Koi, wenn er groß ist.
Schauen Sie, wie scharf das Ding, jetzt stellt es gerade nicht scharf, wie scharf das die Kopfzeichnung abgegrenzt ist. Richtig geil. Es wird jetzt langsam schon ein bisschen dunkler hier, aber jetzt sehen Sie es. Richtig geiles fettes Beni. Toller Koi. Und hier eine kleine Gimrin-Schönheit. 58 cm. Und was durch, also Körper ist geil, aber durch was er besonders besticht, ist die schwarze Zeichnung. Und wir haben ja von Makoto gelernt, die rote Zeichnung ist bei Showa nicht das Entscheidende, sondern die schwarze. Und wenn Sie mal schauen, von vorne bis hinten ganz gleichmäßig. Nicht zu dominant, aber auch nicht zu klein. Dazu noch eine fette schwarze Nase. Richtig geiler, obergeiler Gimrin Showa. Und ich muss immer wieder sagen, mir tun die ganzen Sankels und Showas als Nissai bisschen leid, wenn sie noch nicht zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Schauen Sie den Sanke an. Hat eine tolle Körperform, man sieht ein schönes Rot, eine schöne rote Zeichnung, Schwarz ist richtig akzentuiert. Aber kommt es nicht, wie interessant kommt es. Und Akimoto hat den Fisch gerade ins Becken gesetzt, den Sanke, und hat sofort gesagt, oder nein, der wird nicht verkauft. Und noch ist der Schwarz nicht sagen, Sumishitsu war do. Demo Aosumi war nein. Also es ist kein Aosumi, nicht das bei Sanke am höchstbewerteste, das ist relativ schwarz. Erinnert ein bisschen an Bakisumi, zu der Bakisumi mit deiner, ne? Aber man sagt bei Sanke Bakisumi nicht. Hier wird er noch Kasanisumi bekommen, aber ein für die Varietät Sanke absolut genialer Tategoi, wo es abzuwarten bleibt, wie er sich in Folge entwickelt. Und hier sehen wir nochmal ein Meisterwerk der Kohaku-Zucht. Geile Zeichnung. Sehr, 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 sehr geiles Rot. Und ein guter Körper. Ichiban ii wa shitsu moyo karada, ne? Karada ichiban warui. Warui wa nai, demo. Karada wa nana kurai, ne? Also Körperform ist 7 und Qualität 9. Moyo wa hachi, ne? Und die Zeichnung hachi. Und jetzt präsentieren wir Ihnen mal einen richtig geilen Shiro Tsuri Tategoi. Nein, die müssen als Zweijährige mit 60 cm noch kein durchentwickeltes Schwarz haben. Er hat richtig geiles Kagesumi Schattenschwarz, das unter der Schuppe liegt. Man sieht ganz genau, wo die Zeichnung durchdrückt. Hier in den weißen Bereichen wird auch kein neues Sumi mehr kommen. Und schauen Sie den Schwanzansatz, so wie wir das wünschen. Das hinten noch ein bisschen weiß ist, wenn der komplett schwarz wäre. Wäre nicht schön, kompakte Motoguro, kein Schwarz auf dem ersten Flossenstrahl, ein bisschen ein gelblicher Kopf. Wobei das relativ schnell weggeht, jetzt im klaren Wasser. Einfach ein geiler Shiro Utsuri Tategoi mit Megakörper. Und hier mal ein bisschen die Werbetrommel für unsere Gimrin Sanke, die in nächster Zeit verstärkt kommen werden. Das ist ein Elterntier, schauen Sie das Schwarz an. Obergeil, Kakui, sag mal, du neben mir. Mochito, Oki, Otode, Kakui. Kakui. Ja, ne. Das Kakui heißt cool. Cool, ne? Cool. Cool. Cool Fisch, ne? Okay, wir haben uns wieder beruhigt, es geht weiter. Einfach geil. Und das, was ich immer sage, Ano, Sanki no tamini, Katasumi wa honto ni juyo, ne? Sono mukashi kara. Demo, Kindai no Sanki a mari nai, ne? Tokidoki. Aru, demo, Tokidoki mo nai desu, ne? Also, das ist nach wie vor wichtig, kommt von jeher, dass man dieses Katasumi, dieses Schulterschwarz eigentlich braucht beim Sanke, oder dass es gerne gesehen ist, aber so wie bei ihm, dieses große Katasumi, das ist heutzutage eher selten geworden. Sascha, hast du ihn fotografiert? Ja. You won't sell this, Shusui? No. No? Hat er sofort geschrien, Uri Takunai. Und es muss das Rot nicht immer zwingend bis zur Rückgratbeschuppung hochgehen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass es Rot gut ist, ist höher, wenn es hochgeht. Aber das Rot ist geil. Das ist nicht der Hammer. Kakuina.
Karada mo kanpeki, ne? Karada wa maru kara jumade? 9. Ha? 9. Also, ne 9. Moyo wa? 7. 7. 4, 2, 7, 8. Also für die Zeichnung gibt er eine 8, Shitsu Mohachi. Ne? Also 8, 8, 9. Und als solcher geht er als 25er in die nächste Tadegoi-Runde, nächstes Jahr Naturteich. Und er gehört zu den höchstwahrscheinlich geschlechtslosen sechsten Nashi-Moshikashikara, ne? Also höchstwahrscheinlich ohne Geschlecht, aber schauen Sie das Rot an. Das ist, wie Makoto immer sagt, Goshki-Beni. Richtig, richtig, richtig geil. Und Karadamui, ne? So gut. Schauen Sie die Körperform an. Stark. Wenn Sie den Blog mit Ikeage Kyonotsu angeschaut haben, ja, da habe ich in der Wanne gesagt, das hier ist was ganz Besonderes. Makoto ist nicht so auf den Zug, dieses Shisui, aufgesprungen. Jetzt steht er alleine am Bahnhof, weil gerade hat er ihn als unverkäuflich erklärt. Das ist vom Körper, von der Qualität, vom Standing. Schauen Sie, Karada war super Rashi, ne? Vom Standing, von allem ein richtig, richtig genialer Shusui Benishitsua. Und auch das dunkle, die dunkle Seekocke. Richtig, richtig geil. So, und bei uns wird es dunkel, aber Makoto lässt sich nicht davon abbringen, von dem Koi zu schwärmen. Christian kommt an die Beine. Sascha steht schon an der Beine. Und das ist Uri Takunai und er sagt, ne, Benishitsumui, Sumishitsumui, Karadamui, Moyomui, Nandemui, ne? Zenbude, Nanachu, Nichunana? Also, die Zeichnung ist ein 8er, der Rest ein 9er, die 10 vergeben wir nicht. Und somit ist es ein 26er, 180 Chanaides. Ich muss übrigens Sascha extrem loben, die Geduld, mit der er hier Bilder macht. Makoto ist restlos begeistert. Der kann Stunden über Stunden dran stehen. Gute Koi-Bilder zu schießen ist nicht schwer. Es ist eine reine Geduldsfrage. So gut, ne? Kyono Nagate Gosanke, ne? Also, einer der Top 3 heute. Hi, domo arigato gozaimashita. Omedetto. Maru kara jumade, kyono ike age wa ikutsukurai? Kyu. Also, auch die heutige Ike age hat eine 9 bekommen. Er ist sehr zufrieden. Und wir sehen auch viele sehr, sehr, sehr geile Koi hier im Becken. Nicht zu vergessen den Yamakagashi, der hier gerade aufschlägt. Das ist eine Wucht. Aber auch der Genrinshiro, außergewöhnlich. Die anderen Kuchaku-Shusui haben wir ja schon seit Jahren, aber genau der Salz in der Suppe. Grüßan, Akimoto-san, domo arigato gozaimashita. Akimoto ist völlig am Arsch. Wieder!